6-3 AMG, guck die Scheiß, mach ein Auge. Digga, besser kann's nicht laufen. 500 S-Lars vorm Haus für nur 1000. Was hältst du von Jaguar und Aston Martin? Um ehrlich zu sein, habe ich dazu gar keine Meinung, weil ich noch nie in einem mitgefahren bin und auch mir noch nie einen angeguckt habe und auch noch nie irgendwie ansatzweise überlegt habe, mir einen zu kaufen. Ich kenne nur diesen einen Jaguar, diesen, der so übertrieben laut schreit, also den es auch mit Kompressor gibt und sowas. Den finde ich schon ziemlich, ziemlich geil, muss ich sagen. Der hier, F-Type, genau der. Ja, den F-Type, den hatte ich tatsächlich mal überlegt zu kaufen, beziehungsweise zu finanzieren, zu dem Zeitpunkt, wo Hagen sich den AMG GT geholt hat. Den finde ich auch immer noch extrem, extrem geil. Aber leider sind die Preise nicht nach unten gerutscht, sondern der ist teurer geworden. Und deswegen sehe ich davon aktuell ab. Aber ich finde den nach wie vor ziemlich geil. Ich müsste den auf jeden Fall mal fahren. Contentmäßig stelle ich mir das aber sehr schwer vor mit dem, da großartig Content rauszukriegen, weil ich denke nicht, dass da allzu viel kaputt geht und sowas. Aber schon. Ladies and gentlemen, and welcome to this POV review by Autotop.nl. My name is Max, and today we've got a visitor from Sportwagen Beckum, which is a sports car rental company in Beckum. And today I'm glad to say that they brought their Jaguar F-Type R, which is awesome. We've never driven an F-Type R before, so big thanks to Sportwagen Beckum for taking the car to us. So if you want to rent this car at Sportwagen Beckum or any other of their cool F-Type 2018 versions, behind that we've got regular steel brakes now. Das regt mich halt auch so auf, muss ich sagen, tatsächlich. Das ist bei Corvette der Fall, bei AMG GT jetzt nicht. Also wenn wir halt grundsätzlich uns über so Supersportwagen, nenne ich sie jetzt mal, ne? Also nicht Supersportwagen, aber so richtige Sportwagen, jetzt kein C63, sondern richtige Sportwagen, Zweisitzer, die so konzipiert sind quasi, ja, dass sie einfach leicht sind, viel Power haben. Das regt mich immer richtig auf, auch bei Jaguar, die Bremsen. Ich will gar nicht sagen, dass ich der große Rennfahrer wäre oder so, sonst was, aber ich finde es einfach dermaßen unästhetisch. Das Problem hatte ich jetzt auch gerade bei der Corvette C8. Bin ehrlich zu euch, ich habe mir eine angeguckt, die stand beim Händler. Habe ich mir angeguckt, hatte ich auch überlegt, mir zu finanzieren das Ding, weil es einfach so dermaßen geil ist. Ich hätte es auch direkt finanziert und hier so umgebaut, bin ich ehrlich, aber die haben aktuell eine Lieferzeit einfach von 9 Monaten. Ist komplett krank und das ist nicht mal safe, dass die nach den 9 Monaten dann auch kommt. Deswegen habe ich davon abgesehen. Aber was mich richtig aufregt bei diesem Fahrzeug und auch bei dem Jaguar, ist einfach die Vorderradbremse. Ey, das sieht so keck aus. Jetzt auf den Bildern sieht man, okay, rote Bremssättel, die ist das Ananas. Aber wenn man dann live daneben steht, dann sieht die einfach wirklich, beide Bremsen sehen einfach aus wie General Motors Bremse. Einfach, ja, man sieht jetzt, die sind einfach billig. Hier, guckt euch das an. Das ist einfach so ein Festsattel. Total unspektakulär und dann einfach so eine normale Stahlscheibe. Nicht zweiteilige Bremsscheibe, nicht irgendwie Floating, keine Bremsstaublöcher da drin und so ein Scheiß. Und das finde ich schon echt richtig, richtig wack. Das sieht für mich immer aus wie so ein Kit-Car. Also als wäre es nicht das Auto, was es, ja, Kit-Car. Es sieht einfach aus wie ein Kit-Car, als wäre da einfach irgendein anderes, kleineres, billigeres Fahrzeug drunter. Es ist so, also mag vielleicht jeder hier, das Bild finde ich sehr gut. Guck mal, wenn ihr das seht, ich finde, das ist nicht sportlich. Also sorry, da alleine ein CL 500 Serie ohne Sportbremse, der sieht genauso aus. Das sieht einfach genauso aus und das finde ich einfach, da komme ich halt gar nicht drauf klar. Aber egal, wir machen weiter. They are not the best brakes. Das kommt halt noch dazu, dass sie halt nicht nur vor Shisha-Kaffee nicht so heftig aussehen, sondern dass sie halt auch nicht so gut bremsen, ne? Zeig mal einen Vergleich. Wer hat denn die schönste Bremse? Ne, Keramikbremse von Audi. Finde ich richtig geil. Kannst hier erstmal so schön die Kolben zählen. Es ist einfach geil. So ein Ding ist das. Da kommt der Moped-Fahrer raus, da werden die Bremsen in Szene gesetzt. Ja, also bin auch ehrlich, für mich gehört das zuerst rein. Also ich bin nicht, das möchte ich an der Stelle sagen, ich bin kein sportlicher Fahrer, aber mir liegt sehr viel an der Ästhetik des Fahrzeugs. Und wenn das Fahrzeug einfach aussieht, als würde es 400 km/h laufen und dann da so eine kleine Popelbremse rumhängt, wo ich auch schon ganz genau weiß, wie heiß die wird und wie blöd sich das Ding bremst, wenn man die von 250 auf 120 wieder runtergeht, weil irgend so ein Linksschleicher vor einen auf der Bahn fährt und wie blau die Bremse danach ist, habe ich schon gar keinen Bock mehr drauf. Also no, wirklich no abgehoben auch an der Stelle. Das ist wirklich einfach Ästhetik. Frage der Ästhetik. Sheer from the company told me that beforehand and I noticed it immediately when I had to brake one time. They're not great.
If you went for the SVR version, which was also available at this time, you got the option of carbon ceramics, I think. I don't think they were standard, but at least it was optional, which was nice. Nice thing to have. So we've got this gray car, which I quite like, actually, because it makes it a little bit inconspicuous, a little bit under the radar. And I quite like that because it's such a beautiful car. I think it actually works better. Also ich muss auch wirklich sagen, ich finde ihn auch richtig, richtig schick. Das Einzige, was mich an diesem Fahrzeug wirklich stört, ist, dass er mir nicht breit genug ist. Also wäre er insgesamt, sage ich mal, 15% breiter, würde das ganze Fahrzeug viel, viel schicker aussehen. Und dem gesamten Fahrverhalten würde das, glaube ich, auch nur zugutekommen, weil der sieht so ein bisschen aus, als würde der ein bisschen quirlig werden, sage ich mal, in Kurven, weil der nicht so einen, ja, einfach nicht so einen breiten Radstand hat. Und ja. In like calmer, less bright colors. I think this works really well. We drove an F-Type V8S 5 years ago, and it was red, and it was this horrible. Gibt's ein Prior-Kit für, also um ehrlich zu sein, ich werde niemals ein Fahrzeug auf Prior selber umbauen, auf gar keinen Fall. Ich habe da teilweise sehr, sehr, also ich arbeite ja mit mehreren Werkstätten auch zusammen und die bauen oder bauen jetzt nicht mehr. Ne? Also ich will jetzt hier auch keine Namen nennen, aber ich habe bisher relativ, also in der Zeitspanne 2020 plus seit Corona ist, sehr viele schlechte Sachen von Prior gehört, hatte selber leider jetzt auch nicht die allerpositivste Erfahrung mit der Firma im Hinblick auf Lieferzeiten und im Hinblick auf Kommunikation. Ich kann es eigentlich auch so sagen, wie es ist. Ich würde nie wieder wahrscheinlich ein Fahrzeug auf Breitbau umbauen lassen, wenn man mal guckt, wie lange das mit dem S2000 gedauert hat. Plus zusätzlich würde ich auf gar keinen Fall Prior kaufen. Ich rede nur von mir persönlich. Horrible lipstick red. Really didn't like that. So, at the rear we've got that gorgeous exhaust. Finde ich jetzt nicht so gorgeous, um ehrlich zu sein, die Exhaust-Tips. Quad tailpipe. Finde ich auch, passt nicht zu dem Fahrzeug insgesamt. Das Fahrzeug ist ja sehr rund jetzt nicht, eher eckig, ne? Also würden da echt eckige Dinger ein bisschen besser passen. And then this very nice sloping roofline, big, high, wide hips. Yeah, styling-wise, it is a very pretty car. Ja, ansonsten, also ich finde auch das Gesamtkonzept von dem Fahrzeug ist auf jeden Fall stimmig. We've got a little spoiler in there as well, which raises. I can show you guys, I think. Von innen muss ich sagen, erinnert er mich ein bisschen an Corvette, so mit diesem Display hier und diesem komischen Griff und insgesamt so von dem Material her und sowas. Finde ich, ist okay, ist aber auch nichts Besonderes, muss man wirklich an der Stelle sagen. So, there it goes. Ja, okay, das sieht wirklich maximal lost aus. Digga, ich dachte immer, der AMG GT sieht schon lost aus und der, kennt ihr diesen, Gott, Digga, den finde ich auch so schrecklich. Porsche, Cayenne, Coupé, Spoiler, oh mein Gott, ey, wenn ich den auf der Autobahn sehe, ich denke mir jedes Mal, Bruder, was ist mit dir, Digga? So, it actually raises up quite far, so you can see that in your mirror, which I always like, if you can see the stuff happening. Let's check out the engine. Love those door handles as well, which go into... I don't think you're meant to do that, but anyway. They go flush with the body, which is nice. Das fand ich auch ziemlich geil, muss ich sagen. Didn't I open? Oh, of course. It's a clamshell. AJ133 5-liter V8 charged engine here with 550 horsepower and 680 newton-meters of torque. Das ist schon nicht schlecht. Is also a four-wheel drive version of the F-Type. Ich weiß nicht, stört das, wenn ich ihn mute und einfach weiterrede? Ich kann das gar nicht abschätzen. Oder soll ich ihm einfach dazwischen quatschen? But it is the all-wheel drive version, which makes this car pretty special, because beforehand... Ich finde auch sehr geil, wie man ihn hier einfach mit der GoPro so auf dem Kopf sieht. Das muss auch endlustig aussehen von außen. With these Rs and SVRs and even the V8S with 495 horsepower with rear-wheel drive, this short wheelbase, big engine coupe, it was a handful. I mean, it had some trouble putting the power down. So having this four-wheel drive version is... a really good idea by Jaguar, especially for people who want to drive this car every day and don't want... Das finde ich auch sehr atzig. Gerade in Großbritannien habe ich das jetzt schon öfter in Car Reviews mitbekommen, dass die einfach daily diese Jaguars fahren. So, you can only have a 4-cylinder, a 6-cylinder or the V8. And then the SVR was the top
of them all with 575 horsepower. And 700 Newton-meters of torque. Das finde ich halt ein bisschen schwach, dass da auch V6 und sowas drin ist. Das wertet das gesamte Fahrzeug ab, meiner Meinung nach. Also nimmt ein bisschen die Credibility. Or as 575 horsepower. There's no SVR anymore, or yet. Maybe they're coming out with a 600 horsepower version, but... Yeah, there have been a lot of different F-types over the years. And... This is one of the nicest ones. So, start it up. Gott, dieses Bidding, also diese ganzen Geräusche, die würden mich schon komplett aggressiv machen. Das habe ich auch bei Tesla über alles gehasst, Digga. Wirklich über alles. Du setzt dich in die Karre rein, willst D reinmachen, dann bimmelt dich die Karre erstmal an. Weißt du, also du möchtest losfahren. So, du gehst zum Fahrzeug, schließt es auf, es hupt dich an. Du machst es auf, machst die Tür zu, setzt dich rein, willst D einlegen. Dann ist aber dieser hässliche Bildschirm von Tesla noch nicht hochgefahren. Dann macht er erstmal so, dann machst du es nochmal. Wenn du es zu schnell dann nochmal machst, macht er nochmal. Und dann irgendwann legt er den ein, dann rollst du los und dann direkt piep, 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 anschnallen. Schnallst du dich an, weißt du, und dann, ey, nee, ich hasse diese Karre einfach. Wirklich, ohne Flachs. Ich glaube, nee, das sag ich jetzt nicht. Very nice. As you might... Finde ich auch nice, wie laut der startet und dann direkt die Klappe im Stand gefüllt wieder zumacht, damit er im Stand komplett leise ist. Geil, geil, geil. Remember when we drove the Arden SVR? This? Digga, da piept schon wieder irgendwas, Bruder. Also ich kann piepen nicht ab. Das finde ich auch, hat Mercedes so gut bei der S-Klasse gemacht. Alle werden es fühlen, die S-Klasse fahren. Die S-Klasse piept euch nie an, gefühlt. Außer ihr baut fast Unfall. So, das ist immer so ein friendly reminder. Das ist immer freundlich. Außer fast Unfall, dann nicht. Warning chime, this sound. Digga. Ich kann, das triggert mich so hart, ne? Ich kann das nicht, Digga. Was will der? Is this... Same as in the Hollywood movie film. Ich muss das Video gleich abbrechen, ne? Catch me if you can with Leonardo. Nee, Drecks-Karre. Done a great job. Drecks-Karre, die könnte ich schon nicht kaufen. Of updating this interior because. Am schlimmsten finde ich ja diesen BMW-Sound. Ich glaube, ihr alle kennt diesen BMW-Sound. Der ist bei mir so negativ konjunktiert im Gehirn. Da werden direkt Hass. Da wird einfach nur Hass ausgeschüttet. Einfach nur Hass. It still feels kind of fresh. And this is a 2018 car. This all looks. Woher weißt du das mit fast Unfall? Die S-Klasse macht halt einen sehr aggressiven Piepgeräusch, wenn die Super Distronic der Meinung ist, dass du zu schnell, um normal zu bremsen, auf ein Objekt auffährst. Das kann Stauende sein, für sowas ist es halt konzipiert. Oder im Stadtverkehr, wenn Rückstau ist und du ja dann deinem Vordermann zu dicht auffährst, dann löst es auch aus. Plus, ja, das hat mir auf jeden Fall schon, ich glaube, einmal dermaßen den Arsch gerettet. Dann bin ich fast jemandem aufgefahren und das Ding hat mit Notbremsassistent dann halt, also innerorts, war das. Das war so bei 30, 40 Sachen. Ich wollte irgendwo einscheren oder so und dann hat irgendeiner gebremst wegen der Ampel und dann hat der hinter ihm auch eine Vollbremsung gemacht und ich habe eine Sekunde zu spät geschaltet. Dann hat die S-Klasse von selber gebremst. Dann piept sie natürlich auch einmal, bevor sie die Vollbremsung einleitet. Dann gleichzeitig gibt es auch noch so Kollisionswarnassistenten links und rechts in den Spiegeln. Die kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Der piept euch an, wenn ihr entweder die Spur einfach wechselt und da einer ist, dann piept er euch an und korrigiert das so sogar, dass ihr demjenigen nicht links reinfahrt. Die Situation hatte ich schon ein einziges Mal. Da hat die S-Klasse aber nicht gecheckt, dass derjenige auch die Spur gewechselt hat nach links. Also die S-Klasse dachte, der ist da noch und hat deswegen Ausweichmanöver gemacht. Und jedes Mal hast du dieses Piepgeräusch halt, wenn direkt neben dir einer fährt, das finde ich persönlich auch nervig, muss ich an der Stelle sagen, neben euch fährt einer und ihr setzt einen Blinker, um demjenigen zu signalisieren, Digga, lass mich da rein oder mach mal Platz. Die S-Klasse ahnt aber, dass neben euch einer ist und fängt dann, also gibt euch so ein Piepgeräusch und der Spiegel flackert so, also blitzt so auf, dass ihr halt seht, oh, da ist jemand im toten Winkel. Finde ich halt, also das muss ich sagen, fairerweise, das finde ich halt hammernervig. Aber sonst, daher kennt man das halt. Super nice with these buttons with the push to get your seats heated or cooled. That's very nice. And then we've got this touchscreen. Menu. Ohne Witz, der Touchscreen sieht komplett, also ich möchte niemandem zu nahe treten, aber es sieht komplett aus, unten die Menüführung wie irgend so ein billiges China-Android. Which, oh, that,
that's actually quite responsive. That's not bad. That's actually not bad. Okay, so dynamic mode. And we can set up my dynamic, so you can... Aber tatsächlich muss ich sagen, hätte ich mal Bock, so eine Karre zu fahren. Einfach, um es mal selber so einfach in den Fingern zu haben, das ganze Ding. Choose the engine, the steering, the suspension and the gearbox. I mean, yeah, it's not bad actually. I like the fact that they have updated it while still keeping this... Okay, können wir jetzt Sound hören, bitte? Very nice set. Lee? Oh, Sound. Ah, Mann, das klingt schon dermaßen asozial. Oh, that is a lovely sound. Okay, let's hit the little tunnel here. Boah, Digga. Also ich muss auch echt sagen, also es ist schon ein sehr, sehr krasses Bang for the Buck-Mobil. Also wirklich, so fahrtechnisch, wenn man nicht so ein elendes, also wirklich so einen elendigen Drang nach außen hätte und so einen elendigen Selbstdarstellungsdrang, dann wäre das so ein geiles Fahrzeug. Aber es sind halt einfach so Sachen, die da mitschwingen, warum man sich so ein Fahrzeug dann nicht holt und dann eher irgendeinen unvernünftigen Scheiß holt. Also bei mir zumindest. And you can actually this. Control the crackles with your right foot. So if you hit the throttle at the right time, it will crackle away. Ich glaube, das Ding ist auch echt quirlig auf der Hinterachse. Und ich glaube, wir haben ja jetzt noch nicht mal den heftigsten, oder? F-Type R 550 HP All-Wheel Drive. Hm. Meinte er nicht irgendwas? Es gibt noch ein Upgraded-Ding mit Keramikbremse und so? Oh, that is nice. That is very nice. So, with the All-Wheel Drive system, they have actually done that perfectly, because it still feels like a rear-wheel drive car. It still has that same character that shines through, that tail happy character, but as soon as you start sliding, it will send power. Ja gut, leider gibt's hier kein Video von außen.